Wir haben erst ein grünes Kraut, ey. Die Das BSAA hat ein hartes Stück Arbeit vor fuckt sich. mich so ein bisschen ab. Und das ist Kamera nicht alles. bewegen. Soweit ich weiß, haben meine Auftraggeber einen Panzer am anderen Flussufer. Das finde ich an manchen Stellen ein bisschen nervig. Da laufen wir mal ein mit der Elektrokeule. Oh, die schießen auf mich. Ja, das ist ein bisschen. Alter, scheiß mal rein, ich bin bald down. Das ist das Schwierige bei denen, die sind nicht so still wie die Zombies, weißt du? Ich vermisse meine ganzen Waffen auf meinem richtigen Account. Aber umso geiler wird's, wenn wir hier erstmal Waffen kriegen. Aber du musst hier rauf. Ich muss doch mal wieder rauf. Ja, sonst warst du immer der die anderen Wege gegangen ist. Jetzt bin ich mal dran. Boah. Frauenpower und. Schön. Ich kann die Kamera schon wieder nicht mehr bewegen. Hey. Oh, ich hab dir da was hingemacht. Ja. Dreifacher Seite. Hui. Ja, nee, zweifacher. Irgendwie sowas. Hallo. Hä? Scheiß BSAA zielt auf einen Unschuldigen. Verfolgen mich hier gerade mit dem Heli. Ich bin keins dieser verdammten Monster, ihr Schwachköpfe. Ah, der mutiert. Lippe. Der mutiert auch. Alter. Alter, das ist heftig, ne? Ja, auf normal ist das Game schon richtig schwer. Deswegen, ich will nicht wissen, was echt abgeht, wenn du auf Hard Profi und es kommt ja noch ein neuer Schwierigkeitsgrad, der heißt No Hope. Keine Munition mehr. Jetzt schon. Ich komme und rette dich. Ja, bitte. Irgendwie. Nein, nicht sterben. Was ja, was du? Soll ich machen? Ich finde dich nicht. Wo bist denn du? Nein. Oh, da bin ich das erste Mal hin. Nein. Ey, er sagt sogar nein. Geil. Ja, so sieht das aus, wenn man keine Ahnung hat. Na, passiert, ey. Was meinst du, wie oft ich schon draufgegangen bin? Du bist schon oben? Ich werde schon beschossen. Auch sehr toll. Ich habe auch keine Granaten oder sowas. Hast du fein gemacht. Ich habe ihn gebrutzelt jetzt. So. Lässt du mir das Teil noch runter? Ja, klar. Bitteschön. Danke. Der Vorteil ist, wir haben jetzt beide wieder volles Leben. Und meine Munition ist wieder da. Aha. Vielleicht treffe ich ja jetzt. Viel Glück. Ey, das ist heftig hier. Ja, deswegen habe ich dir gesagt, dass wir zusammen gesagt haben, hol dir mehr Gegenstände rein, ey. Damit du mehr Munition aufheben kannst, weil die lassen dir so wenig ansonsten fallen. Das ist richtig übertrieben. Deswegen empfehle ich eigentlich ja auch vorher auf leicht durchzuspielen, weil dann kriegst du auch eine Trophy. Ne, wenn du alle Kapitel auf leicht durchspielst, dann auf normal und dann auf schwer und dann immer so weiter. Weil wenn du auf leicht durchspielst und spielst ja auf normal dann wieder, dann hast du bereits alle Waffen, hast genug Munition und... Wie lange brauchst du noch? Ich bin gleich bei dir. Hahaha, lacht nicht so übel, ey. Meine Sache hier. Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte, Munition. Du bist hier hinten schon durch, ja? Also ja, da müssen wir ja lang. Hier hinten ist alles tot, ja? Ja, da war nichts. Jetzt frage ich mich, wie hast du diesen Abgrund überwunden? Da war eine halbwegs, eine halbe Brücke so gesehen. Ach so, hier, da siehst du den Stab da an der Wand? Ach da, ja, du kannst ja so. Da mache ich so richtig geile Moves, da müssen wir jetzt durchrennen. Das ist ganz wichtig. Renn um dein Leben. Was meinst du? Kampf oder Flucht? Es sind zu viele. Wir sollten fliehen. Ich bin in der Wand hängen geblieben. Nein! Ich würde sagen Kampf. Ja, also ich habe das probiert. Funktioniert auch ganz toll. Bis man dann irgendwann tot ist, ne? Die Gegner lassen da aber nichts fallen. So wie ich das mitgekriegt habe bei mir. Oder das war eine andere Stelle. Mal kurz einen Schluck trinken. Oh ja.
Der war ja eklig. Der wird uns richtig schön auf die Eier gehen. Weil der unser allerbester Freund wird, renn. Und dann dich, Alter. Renn. Dieser Mistkerl ist stark. Ja! Er hat's gleich. Nein! Ich bin ganz normal gelaufen. Ich konnte nichts machen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Hast du X gedrückt gehalten? Ja, ich drücke immer X. Dann halt diesmal gedrückt und gleich nach hinten laufen. Ja klar. Scheiße, Alter. Also so langsam wird's peinlich. Ach komm. Und jetzt nach vorne bitte. Das klappt nie. Das klappt. Hui. Jawohl. Hau rein. Ich laufe mal weg. Er wird uns übrigens in allen Szenarien verfolgen. Oh, der jetzt schon. Wer ist denn das? Er verfolgt uns. Besser gesagt. Schmeißt du mich hier eben hoch? Jo. Musst du nur eben einen Gegner töten. Noch mehr Kraut. Ich will mal rotes Kraut finden. Das wäre so der Highlight in diesem. Ich hab grad rotes. Lag hier um. Ja, da komme ich so voll geil rauf. Okay. Ich würde ja sagen, ich bring's dir mit, aber es geht ja leider hier nicht mehr. Und hier ist ein Symbol. Haha. Ja, da muss ich da irgendwie raufkommen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ist eine Truhe. Gucken, was da drin ist. Boah, 2000 Punkte. Aber ich kann hier oben auch nichts machen weiter, also. Ey, dann muss man extra mit Sherry spielen, um da das Schwangerzeichen zu kriegen, oder wie? Wie mies ist das denn? Also ich habe jetzt ein Schlangenabzeichen. Alter. Und rotes Kraut und 2000 Punkte. Aber mehr ist hier auch nicht. Also, das ist einfach nur ein Loch im Boden. Also hier ist eine Leiter, aber ich kann die nicht aufstellen oder so. Die liegt ja hier. Siehst du das? Ja, in welcher Richtung waren ungefähr? Vielleicht sehe ich. Nee, kannst du nicht. Das liegt da oben. Wenn du oben bist, schmeiß mich nochmal hoch. Okay. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich eine Granate hätte. Die würde ich eiskalt einfach hochschmeißen. So? Siehst du mich hier oben? Ja. In der Richtung da auf dem Boden liegt das. Also da auf der Kante. Ja. Wie scheiße ist das denn bitte? Tja, so läuft das. Alter. Ja, so wohl doch nochmal, so. Warte mal, ich will hier auch erstmal rumgucken. Vielleicht liegt ja für mich noch was. So, ja. Munition. Fähigkeitspunkte. Guck mal, hier kann man runter. Ja, da war ich warst schon. Warst du? Da war ich schon. Warst du schon? Ja. Okay, dann geh ich da mal runter.
Oh, alles voll Fähigkeitspunkte hier. Ja, dann gehe ich schon mal ins Tor. Oh, ich komme jetzt auch. Ich hoffe, wir finden bald unsere erste Waffe. Ich hab nämlich voll vergessen, wo mein Sherry und Jake die erste Waffe kriegt. Ich hoffe, ich finde überhaupt irgendeine Waffe. Also ja, dieses... Dieses Elektroschocker-Ding ist irgendwie für den Arsch. Ja, du hast ja auch eine normale Handfeuerwaffe. Eine Kiste! Aua! Meine Kiste. Munition. Fähigkeitspunkte. Da ist ein Koffer! Ja. Blendgranate. Als hätte ich davon nicht schon genug. Nur drei Stück schon in der Tage. Ach ja, das weiß ich noch gar nicht. Bei Javo-Mutationen, die siehst du ja dann noch, ne? Also richtig eklige. Ne? Die sind schwach gegen Blendgranaten. Wie diese Spinnen bei Resident Evil 5. Ja. Ich kann meine Kamera mal wieder nicht bewegen. Auch so toll. Die wären fast gewesen. Ja, das sollten wir noch fast sein lassen. Wirst du gleich sehen, weil. Ich bin ja mal gespannt, ob ich da unten durchrutschen kann. Da oben liegt eine Waffe. Hier liegt irgendwo eine Waffe. Ich sehe Waffenzeichen, so wie diese Waffe haben. Ja, da hinten. Und ich höre Gieschner. Wo seid ihr da? Ah, fuck. Ah, das ist die Magnum. Elefanten schlechter. Alter, die haut rein. Ja, die macht auch gut Schaden. So, hier haben wir noch Kiste. Boah, fuck. Du springst mir immer in die Fresse. Ja, hier geht's ja auch noch weiter. Und seht ihr schon ganz viele Fässer. Oh, hier ist eine Leiter. Kann man nur raten, man runter machen kann? Kann man nur raten, was einen hier erwartet. Schon erahnen, so gesehen. Ich habe hier gerade eine Ich habe einen gefunden. Ja, schön. Ich habe den einmal getreten, der ist tot. Auch nicht schlecht. Und wieder Blinkgranate, ja, dann gehen wir mal da vorne ans Tor. Gibt's ja eigentlich wie bei Resident Evil 5 so eine Map? Nö. Gib es nicht. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Da, wo das Türsymbol ist am besten. Ja, ich laufe. Ich eile. Spute dich! Da war eine Tür. Ach, hier sind noch Kisten. Okay. Ja, alles mitnehmen, immer alles mitnehmen. Im Pissoir ist sonst weiter nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch.